in welchen Ökosystemen bewegen wir uns den ganzen Tag eigentlich und sind wir mit unseren Rollen als Käufer und Datenlieferanten in diesen Ökosystemen zufrieden oder würden wir sie eigentlich lieber aktiver mitgestalten? Ich glaube, das sind Fragen, mit denen wir alle uns in den nächsten Jahren noch häufiger auseinandersetzen werden. Du wirst einen Vortrag zu digitalen Ökosystemen halten. Was ist das genau? In digitalen Ökosystemen schaffen viele voneinander unabhängige wirtschaftliche Akteure ein gemeinsames digitales Angebot, das wertvoller ist als die Produkte und Services des Einzelnen. Manche digitalen Ökosysteme entwickeln gemeinsam eine Lösung, zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto oder sogar eine ganze Smart City. Andere digitale Ökosysteme schaffen Plattformen, auf denen Käufer und Verkäufer interagieren können. Ich habe auch schon auf Online-Plattformen eingekauft. Gibt es noch andere Beispiele, an denen ich oder vielleicht sogar die breite Masse Teil eines digitalen Ökosystems bin? Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle schon seit Jahren in vielen digitalen Ökosystemen unterwegs. Jeder, der schon mal auf Airbnb oder Booking.com ein Apartment gebucht hat, war in deren Ökosystem aktiv. Jeder, der ein Android-Smartphone hat oder ein Android-Fernseher oder ein Android-Waschmaschine, der war schon im Android-Ökosystem und damit auch im Google-Ökosystem aktiv. Gibt es auch Systeme, in denen die Nutzer aktivere Rollen einnehmen und wirklich was beisteuern können? Ja, es gibt auch viele Ökosysteme, wo der Konsument, der Privatkonsument nicht nur als Käufer oder Datenlieferant agiert, sondern tatsächlich aktiv sich beteiligt, wie zum Beispiel YouTube. Und die Regeln in diesen Ökosystemen werden meistens von den Herstellern der Software, der Plattformen oder der Geräte geschrieben. Viele Nutzer, also Privatkonsumenten, wissen eigentlich gar nicht so genau, wie diese Regeln aussehen. Hast du dir zum Beispiel schon mal überlegt, wie es funktioniert, als Drittanbieter auf Amazon zu verkaufen? Und an digitalen Ökosystemen interessiert mich besonders, welche Daten über Kunden ausgetauscht werden und wie wir diese Daten nutzen können, um Konsumenten besser zu informieren und auch bei ihren Entscheidungen zu helfen. Ich entwickle Algorithmen und führe Experimente durch, um genau solche Fragen dann zu untersuchen.